Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Inzwischen ist hier wunderbar die Nacht angebrochen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Ich liebe es ja, nachts irgendwie zu bauen, deswegen super. Ja, wir haben uns, oder ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, dass ich diese Weizenfarm, so wie sie war, einfach scheiße finde. Und deswegen bauen wir eine, die funktioniert. Hoffentlich funktioniert. Warte, bis hierhin und nicht weiter. Da war ich ein bisschen zu gierig. Moment, so. Okay. Das heißt aber hier, der Kram muss weg. Ich fülle mal eben auf. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das sieht nachher eh keiner, dass das hier alles ein bisschen komisch gemacht ist. Alles ist schick. So. Der Kram kommt weg. Aufpassen, die richtige Hacke nehmen. Das ist die Glückshacke. Das ist die Saft-Touch-Hacke. Wir wollen nichts kaputt machen von meinem wertvollen Glas. Ja, soweit ist es schon gekommen. Dass der Fuchs jetzt doch mal aufs Glas achtet, ne? Unfassbar. So, wie weit denn noch? Du, wir machen jetzt erstmal den Boden hier voll. Eins nach dem anderen. Es ist schon wieder chaotisch. Es ist bei mir schon wieder sehr chaotisch hier gerade. Aber das ist ja normal. Ohne so ein bisschen Chaos wäre es halt nicht der Fuchs. Ist sie mal. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. So, jetzt das zumachen. Dann gucke ich mal, ob ich genug Eichenholzstufen habe, um das zu füllen. Ja. Okay. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir das hier mit Modder befüllen. Ist aber kein Problem. Da ist ja genug von im Hause, ne? Man muss ja nur wissen, wo. Und ich denke, wir werden das heute auch abschließen können. Ich glaube schon. So, und all den Kram, den ich gerade weggeräumt habe, hole ich jetzt wieder raus. Ich drehe am Rad, am Stiesel, ja. Am Stiesel wird sie hier gedreht. So, ein Stack Birke muss reichen. Ein Stack Eiche muss reichen. So, dann brauchen wir wieder die Falltüren. Den Komposter habe ich noch, das ist gut. Das haben wir, den Trichter haben wir, zwei Minecarts brauchen wir eben noch. Die können wir auch gleich machen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal da sind, machen wir das auch gleich richtig, ne? Ajo. Gibst du mal ein bisschen Eisen. Dann brauchen wir, jetzt habe ich keinen Kaffee mehr, das macht mich traurig. Ich habe mir gerade ein bisschen Himbeertorte noch eben reingedrückt, so ein ganz kleines Stück, was noch da war. Und da hat man instant wieder Bock auf Kaffee. Warum mache ich das Truhe? Was nicht richtig mit mir? Wobei doch, ha? Ne, aber hier ist noch eine. Brauchen wir nicht. Wir brauchen wie heißen die denn? Lore. Eins. Dusch. Und noch eine. Dusch. Und dann brauchen wir eine Trichterlore. Wuff. Und noch eine. Und wuff. Sehr gut. Bett haben wir auch erstmal eins. Brauchen wir nachher noch eins, aber das ist kein Problem. Mir wäre so, als hätte ich da welche eingelagert. Macht auch mal einen kleinen Austausch. Okay. Ups. So, dann los. Ich versuche das heute noch zu schaffen, dass wir nächstes Mal mit was Neuem starten können. Entweder Tierfarmen, wenn ihr mir ein paar tolle Links geschickt habt oder ich welche gefunden habe. Oder was anderem. Weil man sagt, wir machen mal wieder eine kurze Farmpause. Muss mal schauen. Aber somit haben wir unseren Garten ab jetzt automatisiert. Das finde ich ganz sexy. Auch wenn jetzt immer diese blöden Bewohner sind, die immer machen, aber egal. Guck mal, das muss auch noch eine Reihe weiter werden. Oh. Und dabei muss ich die Kisten wieder kaputt machen, dann klötert da alles wieder raus. Oh. Oder wir lassen es so. Oh. Nee, es muss schon eine weiter werden, sonst ist es ein bisschen dumm, ne? Ist ja voll eklig. Oh, jetzt habe ich keine Modder mitgenommen. Ich flippe aus. Ich habe vergessen, den Modder mitzunehmen, Leute. Ohne Scheiß. Ich habe vergessen, den Modder mitzunehmen. Deswegen, das, warum ich losgegangen bin, habe ich vergessen. Wer hat's gemerkt? Seid ehrlich. Wer von euch hat's gemerkt und hat die Köpfe jetzt hier, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Bitte in die Kommentare schreiben. Aber wirklich nur die, die es gemerkt haben. Ich mache mir derweil hier, ich habe noch Tee. Komm. Ich gieße mir mal derweil noch ein Teechen ein. Wenn ich dann mal wieder in mein Haus laufe, upala, um Modder zu holen.
Kannst du dir nicht ausdenken. Hochbegabt. Ich sag euch das. So. Du aber. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. So. Modder. Da. Zack, zack. Zwei Stacks sollten definitiv reichen. Ich denke nicht, dass wir die brauchen, aber hey, lieber haben statt brauchen. Ist immer gut. So, auf geht's. Wir legen los. Aha, hallo. Oh je. Ja, vielleicht kommen wir mit den zwei Stacks gar nicht aus. Jetzt wird das hier langsam voll. Die Exo. Exo ist gejoint. Moin, Exo. Zack. Ist eigentlich unhöflich, nichts einfach so abzukürzen, ohne zu wissen, ob das in Ordnung geht. Ich bin nicht alleine, insofern. So, guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön modderig? Ich find's einfach wunderschön. So, hier machen wir erstmal alles wieder zu. Hier ist noch eine Half-Step, die leer ist, aber es macht nichts, wird nachher keiner sehen. Ganzer Unterbau schäbig und vergammelt. Aber das macht nichts. Keiner wird's erfahren. Ach, erinnert ihr euch noch, wie wir diese Insel gebaut haben? Alter Focko. Und den ganzen Modder dahin. Wer hätte gedacht, dass man irgendwann so aussieht, oder? Wunderschön ist es geworden. Wunderschön. So, jetzt eben kurz mal luschern. Nu geht's los. Das hacken wir hier weg. Dann soft-touchen wir das Glas eben noch weg. Das heißt hier oben auch. Alter, holy. Ja, hier ist Schloss. Lalalalala. So. Okay, jetzt haben wir hier Bier. Okay, jetzt geht's los. Hallo? Ah, wieder ein bisschen zu voreilig. Macht nichts. Bier verteilen. Dann kommt jetzt. Nein, das war Eiche. Jetzt kommt Birke. Alter, Junge. Ja, ich muss es jetzt wirklich. Ich muss. Es hilft nichts. Wir müssen hier eine Reihe weiter. Bedeutet, ich muss die Kackdinger umbauen. Ich drehe am Rad. Und Spaß, ich drehe am Rad. Ich will die nicht wieder. Oh. Das ist fürchterlich, ist das. Okay. Das ist gar nicht so schlimm. Man muss nur wissen, wie man es tut. So. Na, komm her. Schild kann da auch hin. So. Weizen kommt da hin. Wie sieht das denn hier aus? Eben schnell mal ein paar Half-Steps reingetan. Die müssen auch weg. Gut, dann klötern wir das hier auch wieder weg. Zack, zack, Explosion. Drehen uns eben um, platzieren das hier hin und dann wird einfach ganz schnell und quick und dirty das eben da reingehauen. Ich mache jetzt die Schilder nicht dran, weil ich das ja gleich eh wieder umbaue. Insofern wäre das schwachsinnig. So, guck mal. Easy. Easy. Jetzt geht's los. Wir ernten ab. Ja, das wollte ich nicht abernten, macht aber nichts. Ach, scheiß drauf, ich ernte jetzt einmal hier ganz ab. So, dann das ganze Holz hier wieder weg. Das Gute ist, da unter ist Erde. Wie schön ist das denn? Außer hier gleich. Oh doch, geil. Naja, immerhin mal etwas, was gut ist. So. Jetzt kommt Birke. Jetzt kommt Birke ins Spiel. Ich sag das. Jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut. Dann.
Hier auch die Birke zu. Da kann ich auch mit Glas schon wieder dicht machen. Hier stört das nicht. Hier. Jetzt müssen wir hier einmal Birke lang tun. So, geil. Die hier wieder weg. Wunderbar. Kann ich diese Birke nutzen, um das hier abzuschließen? Okay, warte. Soft Silk Gedönse wieder. So. Okay, das sieht ja jetzt erstmal ganz brauchbar aus. Wir bauen heute halt mal ein bisschen in einer anderen Reihenfolge, aber das ist gar kein Problem. So, jetzt gehen wir in die Mitte. Das ist so ungefähr hier. So ungefähr. Na, wir machen es mal lieber hier hin. Das mir lieber. Habe ich jetzt das Wasser? Doch, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich gerade schon wieder anschreien, dass ich zu blöd war, mein Wasser mitzunehmen. Nein, es ist da. The water is da. Und eins, zwei und ein hoch. Oh. Eine Fledermaus fliegt bei mir, die unverwundbar ist. Hm. Das sollte aber nicht so sein, oder nicht so sein. Vielleicht ist er aber in einem Gebiet und dann ja. So, warte, jetzt kommt hier Wasser rein. Upp. Auf das Wasser kommt der Komposter. Upp. Auf den Komposter. Kommt hier so ein Holzdingens und da über. Einmal weg, Silk touchen bitte. Da über noch so ein Holzding. So. Und dann mit Glas wieder zumachen, komm. Und wo wir dann schon dabei sind, können wir dann auch gleich schon die Fackeln drumherum tun. Dann haben wir das erledigt, ne? Dann ist das erledigt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir eben hier noch ein bisschen Licht wieder in die Bude reinkriegen. Oh, das geht so ja nicht. Die Sonne muss ja schon scheinen. Das muss ja auch alles wachsen hier. Sonst wird da nichts. So, guck. Sehr schön. Jetzt müssen wir aufpassen. Das geht bis hier hin. Dann ist Schluss. So. Okay. Dann kommt da jetzt ein wenig Glas ran. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann geht es weiter. Dann können wir jetzt eigentlich hier auch schon mit Glas zumachen, weil rein müssen wir hier ja nicht mehr. Nur das Dreieck brauchen wir gleich noch. Das bauen wir jetzt. Und zwar hier hin. Dafür buddeln wir zwei nach unten. Ihr kennt das Spiel. Dann sieht das Dreieck wie folgt aus. Zack, zack, zack. Und das heißt, hier kommt dann gleich die Kiste rein. Das ist nochmal wieder weg. Ist einfach einfacher zu bearbeiten. So, nun geht's los. Hier kommt unsere Ausgabekiste hin. Dann brauchen wir Trichter. Dann kommt Trichter ins Spiel. Zack. 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 Wunderbar. Dann die nächste Schicht Glas einmal hier. Und hier. Nein. Oh, da fliegt noch ein bisschen was rein. Alles gut. So, guck mal.
Das war so nicht vorgesehen. Ich wollte eigentlich die Half-Steps daran verteilen, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. So. Dann kommt hier schon mal eine Klappe dran. Zum Auf- und Zuklappen. Jetzt geht's los. Erde. Ach, die Schiene. Shit. Die Schiene vergessen. Ich hab die Schiene vergessen. Na, dann aber ganz schnell. Ich will das heute noch schaffen. Und die Dorfbewohner auch. Wir brauchen noch die Dorfbewohner. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Ja, es könnte noch knapp werden. Wir haben noch 4 Minuten und ich renne jetzt noch einmal. Warte, warte, was geht los? Ich versuche das heute noch zu schaffen. Ich will das jetzt noch schaffen. Ups. Ups. Das wird was. Ich sag euch, dass das wird was. Das wird gut werden. Hallo, Fuchs. So, warte, 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 warte. Wir brauchen Dorfbewohner. Und Schienen. So. Dorfbewohner-Eier und eine Schiene. Ein Ei, eine Ibuprofen. Und dann geht es schon, sage ich euch. So, auf geht's. Laufen, 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 laufen. Ups. Ich will das auch schaffen. Aber ich glaube, es wird eng. Ich glaube, das wird nichts. Aber wir gucken mal. Man darf die Hoffnung nur nicht aufgeben. So, hier, auf geht's. Lauf, 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 lauf. Keine Müdigkeit vorschützen hier. So. Du, aber los. Dann, ja, das Blöde ist, warte, ich muss ja eigentlich jetzt das auf der Seite machen. Weil ich komme sonst nicht mehr rein. Wir müssen das auf der Seite machen. Moment. Okay. Und wir brauchen Samen. Samen. Sonst wird das nichts. So. Okay. Modderblock. Schiene, Minecart. Dann kommt da eine Schiene drauf. Dann kommt da ein Minecart drauf. Dann machen wir das weg. Mist, jetzt komme ich an die Schiene nicht ran. Schittikowski. Ach, warte. Nimm alles zurück, ist ja noch offen. Ich Idiot. Blöd, Kamera sei. Wischt. Ohne Spaß. So. Bitte noch mal einen Minecart. Trichter Minecart. So. Dann kommt da so seitlich eine Klappe drauf. Und dann kommt da ein Glasblock drauf. Uff, wunderbar. So, jetzt machen wir das hier eben zu. Erstmal. Nun geht's los. Wir brauchen unser Gartenumgrabegerät. Wunderschön, sag ich mal. Besser geht's im Grunde schon fast gar nicht. So schön ist das. Dann brauchen wir ein Spawn-Ei. Wir brauchen das. Müssen ein bisschen. Bisschen was anpflanzen hier, ne? Oh, ein bisschen was wachsen von dem Weizen hier. Ordentlich Weizen möchte ich haben. So, guck mal, wir schaffen das noch. Ich habe noch 1 Minute. Leute, ich schaff das noch. Zack, zack, zack. Los, 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 los. So. Dann eben ein Ei. Hallo? Was war das denn jetzt hier, Junge? Was stimmt denn nicht mit dir? Dödel, ey. So. RPTP Fuchsturm. 43 Sekunden, 43 Sekunden. Los, 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 los. Laufen, 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 laufen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Los. Muss das Dreier, glaube ich, auch noch bauen. Nein, nein. Wir werden es nicht schaffen. Wir schaffen es nicht. Und ich habe kein Glas mehr. Mir fehlt ein Glasblock. Ohne Spaß, mir fehlt ein Glas. Mir fehlt Glas. Ich muss nochmal zurück und Glas holen. Damit endet es. Damit endet es für diese Folge. Es wird enden. Nur noch 30 Sekunden. Ich schaff's nicht mehr. Ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben. Aber es hat nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Na gut. Ja, Han, ich weiß. Ich habe nur auf dich gelauert. Ja. Ich habe nur auf dich gelauert. Ups. Oh, scheiße. Hä, das stimmt doch irgendwas. Ah doch, das passt. Hier kommt er ja gleich rein. Alter. Egal. So, meine Lieben.
Ihr habt den Hahn kriegen gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so ganz kleinen, muggeligen, gebügeligen Break, würde ich sagen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und machen dann hier eben schnell noch zu Ende, hätte ich gesagt, ne? Ja, das ist doch ein vernünftiger Plan. Bis dahin euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüssikowski, euer Blaufuchs.